Und also vor 24 Jahren, ja, und aus dem Kosovo. Und du hast ja die Schrecken des Krieges direkt miterlebt. Ja? Und machst deshalb ein Projekt für den Frieden, was ich großartig finde. Ja? Und deshalb gebe ich dir jetzt das Mikro und du erzählst ein bisschen darüber. Ja? Gute Laden. Danke für das Thema. Ich heiße Tafili Fadil. Ich komme aus Kosovo. Vor 24 Jahren bin ich da als Asylbewerber. Aber ich müsste nicht Asyl bewerben. Darum ich habe ich Diplom übersetzen nicht gehabt. Und ich habe sofort die Arbeit gefunden in der Metallbranche. Aber leider nichts im Beruf. Für Nostrifizieren ist noch nicht bis heute wegen der finanziellen Möglichkeit, aber trotzdem ist irgendwas Gutes geworden. Durch Arbeit in Metallfirmen habe ich schon viel gelernt und die Talente mit Beruf, ich habe zusammengebracht und ist geworden eine moderne Kunst, modern Metal Kunst, sage ich so. Ist ein neues Kunst, ca. 15 Jahre in der ganzen Welt und in Europa, sagen, vielleicht ist jemand, wer macht, aber zurzeit offensichtlich bin nur ich. Ich will das sagen, dass, warum ich habe gesagt, ich komme aus Kosovo. Kosovo war vor 14 Jahren ein Krieg. Nicht nur in Kosovo, in ganz Jugoslawien, aber ich rede für mein Land. Vor 14 Jahren habe ich Mutter, Vater und sieben in Familie verloren. So, sind gemordet in unserem Haus, wo ich habe mit meinem Spargeld, mit Familien, mit Brüdern, meine Eltern ein schönes Leben gemacht und einfach die Paramilitäre sind da drinnen ins Haus gekommen und hatten ermordet. Ich war sehr traurig. Und wer hat erlebt, dass er weiß schon, was bedeutet, wenn verliert die Eltern in solche Form. Wenn ich gehe gegen die, was hatten das gemacht, dann ist die Blutrache, wo wir Albaner kennen wie eine Mädchen, wie Blutrache-Mensch. Wahrheit ist nicht so. Wahrheit ist so, darum ich habe in meine Modern Metal Kunst, ich habe gewählt Frieden, Bilder, Friedenprojekt dazu. Die Hauptthema ist Frieden. Voriges Jahr, danke. Voriges Jahr habe ich ganze Jahr im Metallbild mit Hintergrundzone habe ich gesammelt 10.000 Unterschriften in 20 Quadratmeter groß und jetzt getan für Guinness Rekordbuch. Die Bilder jetzt liegen im Museum in Wien vor 3 Monaten, was ist geöffnet, wer weiß nicht, ist in Blutgasse hinter Stephans Dom. Jetzt führe ich weiter die Friedenprojekt, aber nicht allein. Jetzt ich versuche die Thema Frieden teilen in ganze Welt, in alle Länder der Welt. Die bekommen von mir die Bilder und bekomme dann wieder zurück für sammeln die Ziffer, was ist getan für Guinness Rekorde, machen 1 Million Unterschriften in ganze Welt. Wir Künstler rufen die Frieden weltweit. Als Thema. Ich habe vorher gesagt, wer hat erlebt, er kann wissen, wie fühlt Mensch. Aber leider, die Jungen, was sind hier, hatten gehört von Eltern, zum Beispiel vor 70 Jahren war hier gleiche Geschichte wie in Kosovo, auch hier in Österreich. Wo sind viel gemordet und ermordet und gleiche Geschichte hat gegeben.
auch vor 100 Jahren hat gegeben. Jetzt wird unter dieser Herr, was hat vorher gesagt, von Ukraine, gleiche. So ist auch in Palästina, so ist auch in Syrien. Und für das, ich habe gedacht, ich konzentriere mehr in meiner Kunst, mit meiner Kunst, mit dem Thema Frieden. Wer hat mit mir vorhergesehen und will unterschreiben in die Friedenbild, kann mitmachen und bedanke euch und freut mich für das jeden Montag, was sie organisieren. Ich hoffe, dass mit diesen Aktivitäten zeigen wir einmal die Menschen, irgendwo braucht die Frieden. Ich nehme ein zum Beispiel bei mir. Ich habe Erlaubnis für Stephansplatz und ich stehe oft 8 Stunden mit diesem Bild vor dem Stephansplatz. Gibt Stunde, 1 Stunde, was unterschreibt kein Mensch. Ich bin nicht traurig, warum unterschreibt. Aber ich bin stolz in das, darum tausende Leute sehen dieses Symbol da drüben. Da irgendwo braucht Frieden. Und das hat Wert. Wert, darum die Menschen, auch wenn unterscheiden nicht, die sehen das. Danke noch einmal und machen weiter so.